Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Neuzugänge aus dem Dezember 2022, sprich der letzte Book Haul aus dem alten Jahr. Wir sind jetzt neu im neuen Jahr. Juhu! Also das neue Jahr hat begonnen und der Vorsatz lautet ja schon seit Monaten, aber besonders für das Jahr 2023, weniger Neuzugänge, aber das hat im Dezember nicht geklappt. Ja, also wer hätte das gedacht? Ich habe am Ende des Jahres nochmal gedacht, ich hau auf die Kacke. Ich habe richtig auf die Kacke gehauen. Ja, also hier der ganze Tisch liegt schon wieder voll mit neuen Büchern. Einige sind gebraucht gekauft, einige sind Rezensionsexemplare, andere wiederum habe ich geschenkt bekommen und andere wurden von Gutscheinen und Weihnachtsgeld im Thalia gekauft. Wow! Also ich habe hier wirklich wieder ein Sammelsurium an den verschiedensten Büchern und die möchte ich euch jetzt natürlich zeigen. Deswegen interessiert mich natürlich wie immer, was für Bücher sind bei euch eingezogen, wie viele sind bei euch eingezogen und habt ihr vielleicht auch Bücher zu Weihnachten geschenkt bekommen? Interessiert mich natürlich auch. Ich persönlich habe keine Bücher bekommen zu Weihnachten, aber eben Geld und ja, Gutscheine. Und die habe ich natürlich dann in Bücher umgesetzt. Na, wer hätte das gedacht? Und ja, damit starten wir dann auch direkt ins Video. Und ich zeige euch die Bücher. Wir teilen das Video wieder in unterschiedliche Kategorien auf. Und ich würde sagen, wir starten mit den Rezensionsexemplaren. Als erstes habe ich hier ein Buch, wo ich nicht so richtig weiß, was ich damit anfangen soll. Denn es wurde mir ungefragt vom Verlag zugeschickt. Und selbstverständlich habe ich mich gefreut. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht gefreut habe oder nicht freue. Aber es ist halt leider absolut eigentlich nicht so mein Genre. Die Rede ist von Die letzte Party von Claire McIntosh oder so ähnlich. Das ist ein Kriminalroman und ich lese halt einfach keine Krimis. Und ich bin irgendwie so ein bisschen, ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, ob ich dem Verlag schreibe und sage, hey, irgendwie ist das nicht so mein Ding. Was soll ich mit dem Buch machen? Soll ich es euch zurückschicken? Darf ich es verlosen etc. pp. Ich weiß ehrlicherweise wirklich nicht, was ich mit dem Buch machen soll. Rein theoretisch klingt das Buch nicht schlecht, denn es geht hier darum, dass irgendwie eine Silvesterfeier ja, gefeiert wird in einem ganz kleinen Ort irgendwie, in einem Dorf und auf einmal liegt eine Leiche im See und irgendwie sind alle dann ja, verdächtigt und auch noch die Ermittlerin, die war auch mit auf der Party und die hat scheinbar auch irgendwelche Geheimnisse und jeder hat irgendwie ein Motiv und sie muss irgendwie diese Wahrheit finden. Also grundsätzlich klingt das ja gar nicht mal so schlecht, ne? Also ich habe ja früher sehr viele Thriller und Krimis und all Mögliches gelesen in dem Bereich. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Keine Ahnung, wenn ihr das Buch gelesen habt, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob es sich lohnt. Vielleicht lese ich dann tatsächlich mal rein und entscheide dann nach den ersten 50 Seiten, was ich damit mache. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar aus dem KÜSS Verlag bekommen und zwar dieses hier, Because It's True, von Kira Mohn und Kelly Moran. Das sind so Kurznovellen, würde ich fast sagen. Also eine Geschichte hat so um die 120, 130 Seiten. Es geht hauptsächlich um dieses Spiel zwei Wahrheiten, eine Lüge und das ist irgendwie in so Kurzgeschichten verpackt. Eine ist wie gesagt von Kira Mohn und die andere ist von Kelly Moran und das Buch habe ich auch schon gelesen und sobald mein Lesemonat online ist, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen und ja, hören, was ich dazu zu sagen habe. Aber das ist ein sehr nettes, dünnes Büchlein und sowas in der Art habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen von einer lieben Self-Publisherin und wenn man mich so ein bisschen verfolgt hier auf BookTube oder eben auch auf Instagram, dann weiß man eigentlich, ich bin nicht so der Self-Publisher-Leser, mache ich eigentlich sehr selten, aber das Buch hat mich interessiert und die Autorin ist mir auch sehr sympathisch und deswegen, ja, habe ich das hier lesen dürfen und zwar One More Chance for Christmas von Yvonne Ekres
Und ja, das habe ich auch schon gelesen, dazu dann natürlich auch mehr in meinem Lesemonat. Es ist ein sehr dünnes Büchlein, es geht um Aurora und Mathieu, die eben in Paris leben und Aurora wurde passend zu Weihnachten das Herz gebrochen und seitdem glaubt sie irgendwie nicht mehr an die Liebe und dann trifft sie Mathieu. Ja, also ganz kurz und knackig zusammengefasst, ist wirklich sehr schön gewesen und tatsächlich auch mein erstes Weihnachtsbuch, was ich jemals gelesen habe, wenn man mal Kinderbücher außen vor lässt. Und ja, kann ich euch nur mal raten, in den Lesemonat zu gucken. Dann habe ich ein weiteres Rezensionsexemplar bekommen, und zwar ein zweiter Teil. Und zwar Sisters of the Sword, die Magie unserer Herzen von Tricia Levenseller. Und das Buch habe ich auch schon gelesen, auch im Dezember. Wie gesagt, wenn der Lesemonat online ist, guckt da gerne vorbei. Hier geht es um zwei Schwestern. Die eine kann Magie wirken und Magie in Waffen legen. Und dann kommt eine Kriegsherrin vorbei und will irgendwie so ein Schwert und auf einmal schmiedet sie irgendwie das Schwert schlechthin, das die ganze Welt irgendwie zerstören könnte. Und irgendwie müssen sie und ihre Schwester dann irgendwie ja verschwinden und dieses Schwert irgendwie verstecken. Und dann beginnt eben ein total rasantes Abenteuer. Das ist so die Geschichte grob zusammengefasst, was wir so im ersten Teil eben haben, die Ausgangssituation. Und hier geht eben die Geschichte weiter. Guckt da, wie gesagt, im Lesemonat vorbei, aber das Buch habe ich auf jeden Fall auch schon gelesen. Dann haben wir ein Buch, worauf ich mich so doll freue, und zwar The Wallflowers, Annabelle and Simon. Das ist angehaucht, ja, wie Bridgerton, also es spielt in einer, ja, Vergangenheit, also sprich, es ist historisch. Es geht um Annabelle, die irgendwie einen Mann braucht. Sie muss reich heiraten im besten Fall. Und Simon ist irgendwie so ein skrupelloser Typ, der irgendwie einen Narren an ihr gefressen hat, aber irgendwie will sie ihn nicht und hin und her und bla bla bla. Also ich bin super gespannt drauf. Ich werde das Buch mit Christine vom Kanal Bookopolis lesen im Buddyread. Und das werden wir dann auf jeden Fall jetzt im Januar auch noch tun. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin echt gespannt, wie mir das gefallen wird. Das wird insgesamt nämlich eine vierteilige Reihe. Und wenn mir der erste gefällt, dann möchte ich natürlich die Reihe auch fortsetzen. Ihr wisst ja, ich frage regelmäßig Rezensionsexemplare an. Ich nutze diese Chance, die ich da bekomme, so als Buchblogger. Und ich freue mich immer über jedes Rezensionsexemplar, welches ich bekomme. Also es ist nicht so, dass ich mich über die anderen Bücher nicht freue. Aber das ist jetzt so ein Buch, wo ich sagen muss, ich glaube, das ist so das Highlight bisher, was ich ja so in meiner ganzen Bloggerkarriere zugeschickt bekommen habe. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, wirklich wahnsinnig. Und zwar, es ist ein sehr großes Buch, und zwar, es ist die illustrierte Ausgabe von Targaryen von George R. R. Martin. Das ist illustriert, wie gesagt. Also es gibt hier Bilder und so weiter und so fort. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Und das Buch ist wahnsinnig groß, wahnsinnig schwer, etwa das Format von diesen Harry Potter illustrierten Ausgaben. Und es ist so, so schön, es ist so schwer, es ist so cool. Ich habe es auch schon gelesen, ich habe mich da total mit beschäftigt, ich habe mir die Bilder angeguckt. Ich fand es richtig, richtig cool. Es ist so ein bisschen aufgebaut wie so eine Art Lexikon, wie so eine Art, so eine Art Geschichtsbuch, wie eine Biografie. Also es ist irgendwie kein Roman in dem Sinn. Und ich fand es aber super spannend. Also für Fans von George R. R. Martin, von Game of Thrones oder von eben der neuen Serie House of the Dragon. Ich glaube, da ist es einfach echt ein Muss. Und ich habe mich super gefreut. Ich fand es ganz, ganz toll. Und das wird auch einen Ehrenplatz in meinem Regal bekommen. Einfach, weil ich ein großer Fan bin von dieser ganzen Welt, die George R. R. Martin da erschaffen hat. Und es ist halt einfach wunder, wunder, wunderschön. Und es war auch richtig, richtig interessant. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Rezensionsexemplar für dieses Video. Und zwar habe ich da dieses Buch hier zugeschickt bekommen. Und zwar This Witch's Grace, Die Auserwählte von Emily Tiede aus dem Lux Verlag. Das ist ein Fantasy-Buch. Ich finde es mega cool, dass der Lux Verlag wieder so ein bisschen mehr Fantasy macht und Romantasy.
Und ja, das Buch hat mich sehr angesprochen. Es ist leider, leider aus der Erzählerperspektive geschrieben, was ich super, super schade finde. Aber nichtsdestotrotz, es geht hier um Alessa und sie ist irgendwie, also sie hat irgendwie eine Bestimmung, sie hat magische Kräfte etc. pp. Und irgendwie geht es darum, dass wenn sie irgendwie Leute berührt, dass diese dann sterben. Und dann gibt es irgendwie so ein Attentat auf sie, was auch immer, und dann stellt sie jemanden ein, der irgendwie so ihr Beschützer sein soll. Und den kommt sie dann irgendwie näher und den berührt sie dann auch, aber der stirbt nicht. Also ist dann die Frage, wer oder was ist er denn eigentlich? Ja, super spannend. Ist jetzt nicht so, dass man diese Ausgangssituation noch nicht kennt aus anderen Büchern, aber das hat mich wirklich sehr angesprochen. Es wird auch einen zweiten Band geben, soweit ich weiß. Der erscheint irgendwann 2023. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann. Und ja, also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt drauf, wie mir das gefällt. Es ist auch ein relativ dickes Buch, würde ich sagen. Also es hat, ja, gut 500 Seiten. Und ja, wir gucken mal, wie es mir gefällt. Dann habe ich von einer lieben Abonnentin Bücher geschenkt bekommen. Wenn du das hier siehst, Dankeschön. Ich habe mich unheimlich über dein Paket gefreut, über deine Karte, über die Goodies, die du mit eingepackt hast. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ich habe mich trotzdem wahnsinnig gefreut. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich gefreut habe. Und zwar hat sie mir eine Reihe geschenkt. Ich hatte den ersten Band schon, oder ich habe den ersten Band schon, und ich habe den gelesen und ich habe in meinem Lesemonat darüber gesprochen, und dann hat sie mich angeschrieben und hat mir ihre Bücher vermacht, sozusagen. Und zwar ist die Rede von Cursed Worlds von Rena Fischer. Das Buch habe ich schon gelesen und sie hat es mir sogar mit Farbschnitt geschickt. Das ist so wahnsinnig. Und ich habe gesagt, mir hat das Buch super gefallen und ihr eben auch. Und dann hat sie mir eben auch noch in das Paket Band 2 gelegt, ebenfalls mit Farbschnitt. Und ich muss sagen, ich freue mich so, 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 so doll. Erstmal über die Geste im Allgemeinen, aber natürlich auch, dass ich jetzt Band 2 hier habe und die Geschichte ja weiterlesen kann. Wenn euch die Meinung interessiert zu diesem Buch, dann schaut da unbedingt mal in meinem Lesemonat November vorbei. Ich habe nämlich das Buch im November gelesen und ja, an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ich die Bücher jetzt in meinem Regal habe, dass sie mein sind. Und freue mich jetzt auch, den zweiten Band demnächst zu lesen. Und sie sind wirklich wunderschön. Sie wurden von ihr auch gelesen, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich finde, die Geste zählt und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk gewesen. Dann habe ich auch noch Gebrauchtbücher gekauft. Und zwar habe ich einmal eine Reihe gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt dann noch neuere Teile gibt, beziehungsweise geben wird. Ich habe von der Autorin noch, ja, 5 ungelesene Bücher im Regal und jetzt sind weitere 3 ungelesene Bücher dazugekommen. Wow, das war mal wieder sehr schlau von mir. Allerdings habe ich wirklich, wirklich irgendwie im Urin, dass mir diese Bücher gefallen werden. Ich kann euch nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Und deswegen habe ich mir eben auch noch diese Reihe besorgt. Und zwar, die Rede ist von Ada, von Miriam Rademacher aus dem Sternensand Verlag. Ja, und das ist eben Band 1. Und dann haben wir auch noch, Moment, ich glaube, das ist Band 2. Und dann haben wir auch noch Band 3. Ich weiß nicht, ob die Reihe, wie gesagt, jetzt damit abgeschlossen ist, ob da noch was kommt etc. pp. Aber ich habe die Bücher gebraucht, ergattert für einen wirklich unschlagbaren Preis. Sie sind in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. Das eine hat so einen kleinen Knick, aber das ist wirklich wahrscheinlich durch einen Versand passiert. Ich habe die ganze Benji-Livy-Reihe von ihr ja ungelesen im Regal, zumindest Band 1 bis 5. Ich glaube, es gibt noch Band 6, 7 und 8. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie viele Bände es gibt. Aber jetzt sind auch die hier eingezogen. Und sie hat auch noch eine andere Reihe, die mich auch interessiert. Aber jetzt möchte ich erstmal ihre Bücher auch lesen. Toi, 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 dass mir das gelingt. Und ja, super, super cool. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Hörst du es? Das Knacken und Rascheln in der Dunkelheit. Das einsetzt, sobald du das Licht gelöscht hast. Rede dir ein, dass es ganz harmlos ist, doch Ada weiß es besser. Denn vor 40 Jahren, als dem Kindermädchen einer ihrer Schützlinge abhanden kam, ist sie ihnen begegnet, den vergessenen Kreaturen, die zwischen den Wänden lauern. Ausgerechnet in dem Haus, in dem das Unglück damals geschah, verschwindet jetzt erneut ein kleiner Junge.
Und dieses Mal will Ada bis an ihre Grenzen gehen, um das Kind zu retten. Doch manche Geheimnisse sträuben sich dagegen, gänzlich gelüftet zu werden. Und ich finde, das klingt irgendwie creepy und gruselig, aber irgendwie auch irgendwie fantastisch irgendwie. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da, wie gesagt, auch so einen Fantasy-Einschlag gibt. Und also ich bin total gespannt drauf. Ich möchte die Bücher auf jeden Fall lesen. Und dann habe ich noch bei Friederike, sie macht auch BookTube, ich verlinke ihren Kanal unten, habe ich zwei Bücher ihr abgenommen. Sie hat aussortiert und ich habe ihr zwei Bücher abgenommen. Und die kamen erst im Dezember an. Ich habe die aber schon irgendwie, glaube ich, Anfang November bei ihr gekauft. Habe aber zu ihr gesagt, hey, ich habe im November schon so viele Neuzugänge. Du kannst sie auch erst so schicken, dass sie im Dezember ankommen. Hat sie gemacht. Jetzt habe ich leider im Dezember auch so viele Neuzugänge. Hat also nicht so gut geklappt, der Plan. Die Rede ist von, da liegt sogar noch der Zettel, den sie mir dazu gelegt hat. Viel Spaß beim Lesen. Die Rede ist von V.E. Schwab. Ich kann die Titel weder hier lesen, noch hier. Witches und Vengeful? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin halt nicht so der Profi im Aussprechen. Aber ich habe ja von V.E. Schwab ein Lieblingsbuch, nämlich Das unsichtbare Leben der Adi Larue. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte definitiv mehr von ihr lesen. Ich finde die Bücher auch echt cool aufgemacht. Also vom Buchrücken her finde ich richtig, richtig cool. Ich habe nicht vor, die Klappentexte zu lesen. Es ist auf jeden Fall eine Reihe, soweit ich weiß. Also die gehören irgendwie schon zusammen. Und ja, ich bin happy. Ich bin happy, das sind Mängelexemplare. Aber wie gesagt, die Bücher haben nichts und ich freue mich drauf. Also ich bin gespannt, wann ich die lesen werde. Es kommt ja, glaube ich, auch dieses Jahr irgendein Buch von ihr raus, was im amerikanischen Raum total gehypt ist. Da bin ich auch gespannt, das möchte ich auch lesen. Ich möchte einfach mehr von der Autorin lesen und bin gespannt, ob sie mich mit den anderen Büchern, die sie geschrieben hat, auch so überzeugen kann, wie mit dem unsichtbaren Leben der Adi Larue. Ja, und somit sind wir dann auch bei der letzten Kategorie angekommen, und zwar neue Bücher, also neuwertig gekaufte Bücher. Das sind einige tatsächlich, weil wie gesagt, ich hatte einen Gutschein, es ist auch was Vorbestelltes dabei, ich habe mir selbst auch was zu Weihnachten gegönnt von meinem Geld und dann habe ich wie gesagt noch Weihnachtsgeld bekommen und das habe ich auch in Bücher umgesetzt. Ich hätte mir was Sinnvolles kaufen können und dann frage ich mich immer, ach warum denn, einmal auf die Kacke hauen, dann habe ich das jetzt eben so gemacht. Aber naja, wir kommen jetzt erstmal zu dem Buch, was ich vorbestellt hatte. Und welches jetzt ankam im Dezember, und zwar The Inheritance Games. Der letzte Schachzug, das ist der letzte und dritte Band dieser Reihe. Den habe ich auch schon gelesen. Schaut da unbedingt auch in meinem Lesemonat vorbei. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin einfach ein absolutes Fangirl. Und ja, das habe ich in der Bücherbüchse vorbestellt. Das kam mit Farbschnitt an. Ich habe es gelesen, ich habe es geliebt. Da seht ihr noch die Einteilungen tatsächlich. Ich habe das nämlich im Buddyread mit der lieben Christine von Bookopolis gelesen. Und ich glaube, wir beide lieben die Reihe wirklich, wirklich sehr. Und ich finde die Bücher auch wunderschön. Und jetzt habe ich alle drei in dieser super Special-Ausgabe im Regal stehen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja, dann sagte ich ja, ich habe mir selbst ein Buch gekauft zu Weihnachten. Und die anderen Bücher, die ich euch jetzt dann noch zeige, die sind dann tatsächlich vom Weihnachtsgeld beziehungsweise von den Gutscheinen, die ich geschenkt bekommen habe, finanziert. Aber das Buch, welches ich mir persönlich gekauft habe, was leider mittlerweile Bissspuren hat von meiner Katze, ist Sandcastle Ruins von Vivian Summer. Das ist aus dem Lux Verlag. Ich habe noch nichts von der Autorin gelesen. Ich habe den Klappentext auch nicht wirklich gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde fast sagen, dass das einer der wenigen Coverkäufe ist, die ich getätigt habe. Also das Cover hat mich angesprochen, es ist so dunkel, es wirkt irgendwie dark, es wird eine vierteilige Reihe. Ich habe ganz viel Positives darüber gehört und dann war für mich klar, okay, also ich werde das einfach kaufen, Punkt, aus, Ende, egal was da drauf steht, egal, ne? Und ja, leider hat es, wie gesagt, ein paar Bissspuren abbekommen. Ich frage mich, warum meine Katzen da reingeknabbert haben, aber ja, keine Ahnung, ist halt jetzt so. Jetzt hat es halt Bissspuren, aber ich freue mich darauf wirklich, wirklich sehr. So, und dann hatte ich, wie gesagt, Weihnachtsgeld und Gutscheine und ich stand dann so im Thalia und das Lustige ist, ich schreibe noch vorher Tanja eine Nachricht und sag, ich habe so viel Geld, bla bla,
Aber ich habe gar keine Ahnung, was ich mir kaufen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was mich anspricht. Ich glaube, ich werde da nichts finden. Ja, ich weiß nicht, was in dem Moment, wo ich das Tanja gesagt habe, in meinem Kopf los war. Denn tatsächlich war in dem Moment wirklich Ebbe. Da war nichts in meinem Kopf. Ich hatte keine Idee, ich hatte keine Ahnung, was ich für ein Buch will. Ich hatte nichts irgendwie auf dem Schirm. Ich habe meine Wunschliste angeguckt, habe mir gedacht, eigentlich jetzt nichts, was ich irgendwie priorisiere oder was irgendwie wichtig ist oder was auch immer. Und dann war ich in dem Thalia. Und bin mit 8 Büchern an die Kasse. Mit 8. Ne? So. Und ich hätte mindestens noch 5 mitnehmen können. Mindestens. So. Also, ich weiß nicht, was in meinem Kopf los war, aber ich habe 8 Bücher gekauft im Thalia mit meinen Weihnachtsgutscheinen. Und ich fange an mit den einzigen Romance-Titel. Ich war in der Romance-Abteilung bei uns im Thalia und ja, ich habe da so durchgeguckt und dachte mir, es ist irgendwie nichts so richtig dabei, was mich anspricht, ne? Also ich war irgendwie super lost in dieser Romance-Abteilung. Ja, okay, ich hätte das neue Buch von LG Shen mitnehmen können und so weiter und so fort, aber das hat mich alles irgendwie nicht so richtig gejuckt. Das war irgendwie nicht so, boah, geil, muss ich sofort haben, will ich haben, muss ich sofort lesen irgendwie. Also das hat sich, ja, weiß ich nicht. Irgendwie kam dieser Vibe in der Romance-Abteilung nicht bei mir an. Total schade, denn normalerweise ist es immer andersrum, dass in der Romance-Abteilung ich wesentlich mehr finde als jetzt in der Fantasy-Jugendbuchabteilung. Aber Fakt ist, ich habe nur ein Buch mitgenommen, was unter Romance läuft. Und das ist das hier, Shatter and Shine von Sarah Stankiewicz. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ich habe den ersten Teil Rise and Fall noch nicht gelesen. Und es wird jetzt dann auch 2023 den dritten Teil geben. Ich glaube, das ist dann auch der abschließende Teil. Ich habe von der Autorin noch nichts gelesen. Also das heißt, es ist eigentlich gar nicht so klug gewesen, dieses Buch mitzunehmen. Aber ich habe über beide Bücher so viel Gutes gehört, dass ich es unbedingt lesen möchte. Egal wie mir der erste Band gefällt, ich werde auch dieses lesen. Das erste Buch habe ich mir auch auf meine Challenge gepackt, 12 Bücher für 12 Monate. Glaube ich zumindest, bilde ich mir ein. Aber wie gesagt, deswegen, das war das einzige Buch, das war auch nur einmal da in meinem Thalia, wo ich gesagt habe, boah, ja, das will ich auf jeden Fall noch lesen. Bei den anderen Büchern waren das eher so, vielleicht irgendwann mal. Ja, aber bei dem war ich mir einfach hundertprozentig sicher und deswegen durfte das mit. Im Übrigen kann ich euch nicht sagen, um was es geht. Aber das ist ja irgendwie bei mir gang und gäbe, dass ich die Klappentexte nicht wirklich lese. Ne? Also ich bereite mich zwar für die Neuerscheinungsvideos immer vor und lese sie dann, versuche sie dann aber so schnell wie möglich irgendwie durch mein Sieb durchrutschen zu lassen, damit ich einfach dann nichts mehr weiß. Und über das weiß ich tatsächlich gar nichts. Dann ein sehr spontaner Kauf, obwohl ich mir vorgenommen habe, das nicht zu kaufen tatsächlich. Denn A Touch of Ruin oder wie auch immer, A Touch of Darkness oder wie auch immer dieser erste Teil hieß von Scarlett St. Jones, St. Clair, glaube ich. Da ging es um Hades und Persephone. Und das hat mir so nicht so richtig gefallen. Und deswegen war ich so, ich glaube, ich will das nicht lesen. Aber dann hat es mich doch irgendwie angelacht. Und zwar Neon Gods von Katie Robert, Hades und Persephone. Also im Endeffekt wieder ähnlich. Eine andere Ausgangslage, glaube ich, soweit ich mich entsinnen kann. Ich habe das mitgenommen, habe dann bei Amazon geguckt und es hat auch wieder so schlechte Bewertungen. Ich glaube, ich habe echt in die Kacke gelangt, du. Also ja, ich bin jetzt irgendwie sehr skeptisch. Ich weiß es nicht. Es schaut wunderschön aus und rein theoretisch interessiert es mich auch, weil ich finde es halt irgendwie interessant. Hades und Persephone als Charaktere haben mir eben in den anderen Buch auch gefallen. Die Umsetzung war nur leider irgendwie blöd. Ich hoffe, dass die Umsetzung hier mir besser gefällt. Ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe wirklich, dass es kein Flop wird. Und dann habe ich eine Reihe mitgenommen. Ich glaube, es werden 3 Bände und Band 1 und 2 sind jetzt schon erschienen. Und irgendwie weiß ich gar nicht, ich hatte irgendwie nicht so vor, die zu lesen. Und dann habe ich aber so ganz viele positive Stimmen gehört. Und dann war ich so, irgendwie jucken die mich jetzt halt doch. Und ich wusste gar nicht, dass Band 2 schon erschienen ist. Tatsächlich, irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Und als ich dann Band 1 gesehen habe und dann direkt daneben Band 2, war für mich klar, okay, die kommen jetzt einfach mit. Und zwar ist die Rede von diesem Buch. Da ist so eine blöde Banderole rum. Ich habe keine Ahnung, warum. Auf jeden Fall geht es darum.
die Dunkeldorn-Chroniken, Blüten aus Nacht, so genau, von Katharina Seck. Ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt. Ich habe nur Rezensionen gelesen, ich habe den Klappentext nicht gelesen, ich habe aber Rezensionen gelesen. Und die haben alle wirklich durchweg positiv über diese Bücher gesprochen. Dass das phänomenal ist, dass das voll gigantisch ist, dass das eine ganz tolle Fantasy-Welt ist. Und deswegen, wie gesagt, habe ich dann auch noch Band 2 mitgenommen. Der heißt jetzt Ranken aus Asche. Und ja, jetzt sind diese zwei Bücher da. Und Band 3, soweit ich weiß, erscheint jetzt im Februar. Das heißt, ich guck mal, ob ich die tatsächlich irgendwie gelesen bekomme bis Februar. Damit ich dann auch vielleicht mit Band 3 dann direkt weitermachen kann. Bin ich echt gespannt. Aber irgendwie, also durch diese ganzen Rezensionen, also wisst ihr, sogar ich bin auch schon so, dass ich mich anfixen lasse von anderen Bloggern. Also ich komme da auch nicht immer drum rum, ne? Aber da wurde ich wirklich angefixt von Bookstagram durch und durch. Also da gab es kein Entrinnen und deswegen durften die beiden mit. Und ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich immer noch. Und damit kommen wir dann jetzt auch zu den 4 Hardcovern, die ich gekauft habe. Also ich habe von meinem Gutschein und von meinem Weihnachtsgeld 4 Broschüren gekauft und 4 Hardcover. Und diese Hardcover sind schon echt teuer. Also, Halleluja, also auch diese Bücher, es kosten mittlerweile alle 15, 16 Euro, also das ist halt alles teurer geworden. Vorher haben die halt 12,90 Euro gekostet, ne? Jetzt sind sie halt 3 Euro teurer, 2 Euro, 3 Euro teurer, ne? Also es ist halt schwierig, ne? Die Hardcover, naja, wie auch immer, kosten auch ihr Geld. Auf jeden Fall durfte da The True Crown mit von Olivia Atwater. Das habe ich irgendwie entdeckt. Und zwar habe ich das vorgestellt in irgendeinem Neuerscheinungsvideo. Und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen. Und ich bin die ganze Zeit drumherum geschlichen. Ich habe es aber super selten irgendwo gesehen. Und dann war ich so, aber es wurde jetzt auch irgendwie Band 2 und Band 3 auch angekündigt, dass die übersetzt werden sollen. Und dann war ich so, okay, das schaue ich mir auf jeden Fall näher an. Und dann war ich eben in der Buchhandlung und habe mir das angeguckt und es ist in der dritten, also in der Erzählerperspektive geschrieben und dann habe ich das so ein bisschen durchgeblättert und dann dachte ich mir, okay, irgendwie gefällt mir der Schreibstil trotzdem und deswegen durfte es letztendlich mit. Es gab es tatsächlich noch mit Farbschnitt, ich hätte es jetzt auch ohne Farbschnitt mitgenommen, also das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich es gekauft habe. Ausnahmsweise mal nicht, wow. Und ja, es ist super cool. Es geht irgendwie um Theodora, die irgendwie von einer Elf, die Hälfte ihrer Seele geraubt bekommen hat. Und dann hat sie dadurch irgendwie Furcht und Scham irgendwie verloren und sie lebt im 19. Jahrhundert und ist eine Debütantin. Und dann lernt sie eben einen Lord Magier kennen und wie auch immer, da entsteht dann eine Freundschaft, die sehr umstritten ist und irgendwie kommen die sich dann näher oder so ähnlich. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ich habe richtig Bock drauf und ich mag eigentlich ja keine Menschen auf dem Cover, aber irgendwie finde ich das interessant. Ich finde es wirklich interessant. Ich bin super gespannt. Das Buch ist auch gar nicht dick. Das Buch hat, glaube ich, 350 Seiten oder was? Ja, 345. Also das ist sehr, sehr dünn. Dann kommen wir zum nächsten Buch. Das Buch habe ich mir mitgenommen, weil ich es endlich lesen will. Die Reihe. Ich will das Spin-off lesen von Julia Dippel. Band 1 steht schon im Regal, Belial. Und jetzt habe ich mir auch Band 2 von Belial mitgenommen, Seelenfrieden. Ja, ich kann euch nicht sagen, um was es in Belial geht. Belial ist der Teufel, mehr weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt. Es ist jetzt der zweite Band. Ich weiß nicht, ob die Reihe damit jetzt abgeschlossen ist, also dieses Spin-off. Ich habe halt die Isare-Reihe gelesen, Band 1 bis 4. Und dann gibt es jetzt Belial 1, Götterkrieg, glaube ich, und Band 2, Seelenfrieden. Genau, und die will ich unbedingt lesen im Buddy-Read mit der lieben Juli. Und deswegen, ja, durfte das auch mit. Das war irgendwie etwas sehr Sinnvolles in meinen Augen, dass ich dieses Buch mitnehme, weil ja schon das Buddy-Read geplant ist. Aber ich das Buch, wie gesagt, einfach noch nicht hatte. Und das waren dann tatsächlich auch noch relativ spontan Käufe. Ich stand so in dieser Jugendbuchabteilung und habe so ein bisschen geguckt und dann dachte ich mir so, Springstorm finde ich interessant und das finde ich interessant und da gibt es noch Fehu, das finde ich interessant und dann gibt es noch die Lügenkönigin, auch interessant und so weiter. Und dann habe ich das da entdeckt und dachte mir, ja, das nehme ich mit.
Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Dark Sigils. Ich habe keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht. Von Anna Benning. Von Anna Benning habe ich die komplette Vortex-Reihe noch ungelesen im Regal. Wie schlau es also dann ist, ihre nächste Reihe auch zu kaufen, obwohl ich noch nicht mal weiß, ob mir die erste gefällt, ist jetzt fraglich. Das gab es tatsächlich noch mit Farbschnitt, aber auch das habe ich nicht wegen dem Farbschnitt gekauft, sondern weil ich, wie gesagt, weiß, dass Band 2 erscheint. Und ich wollte, also, ne, ich habe das mitbekommen, Band 2 erscheint und dann war ich so, okay, ich will es ja eigentlich lesen, also brauche ich ja erstmal Band 1. Ich habe keine Ahnung, um was es geht, ich werde es auch nicht lesen, aber ich habe es mir mitgenommen, weil ich Band 2 eben auf meiner Wunschliste stehen habe. Und dazu brauche ich ja dann logischerweise auch erstmal Band 1. Und das war jetzt tatsächlich ein super spontaner Kauf zu dem Buch, wo ich jetzt komme. Und das ist dann auch das letzte Buch für dieses Video. Wie gesagt, ich hätte da kaufen können wie eine Maschine. Also wirklich zack, 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 zack. Ja, also keine Ahnung. Aber irgendwie bin ich immer wieder zu dem Buch zurückgelaufen. Ich habe es immer wieder in die Hand genommen. Ich habe immer wieder durchgeblättert. Ich habe immer wieder den Klappentext gelesen. Und dann hatte ich wieder was anderes auf meinem Stapel, dann habe ich das wieder weggelegt und bin wieder zu diesem Buch gelaufen. Und das hat mir dann irgendwie gezeigt, es interessiert mich. Und deswegen habe ich es mitgenommen, und zwar das hier. Emily Seymour oder so ähnlich von Jennifer Alice Jäger. Auch das war noch mit Buchschnitt, das hat mich jetzt aber auch nicht gejuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen... bin ich so ein bisschen übersättigt von diesen Farbschnitten. Ich kaufe mir zu den Reihen, wo ich schon Farbschnitte habe, die auch passen dazu. Okay, ja, das mache ich schon, aber es gibt sehr wenige Bücher, wo ich sage, oh, die kaufe ich mir jetzt, weil der Farbschnitt ist toll oder so. Also das, davon bin ich jetzt so langsam aber sicher weg. Ich lese euch da jetzt einfach mal den Klappentext vor. Tote Jungs küsst man nicht. Es gibt keinen schlechteren Start in eine Beziehung, als den süßen Typen, in dem man sich Hals über Kopf verliebt hat, aus Versehen umzubringen. Emily Seymour, die wohl miserabelste Totenbeschwörerin der magischen Welt, schafft genau das. Noch dazu trifft es ausgerechnet Ashton Goodwin, den Sohn einer verfeindeten Magierfamilie. Will Emily ihn wiederbeleben, muss sie nicht nur einen verbotenen Zauber sprechen, sondern auch ein paar ihrer Lebensjahre opfern. Sie ahnt nicht, dass hinter Ashtons Ableben mehr steckt als ein Missgeschick und dass sie schon bald mit einem schlecht gelaunten Untoten an ihrer Seite die größte Verschwörung aufdecken muss, die die magische Welt je gesehen hat. Und ich habe von dem Buch schon einiges gesehen. Ich habe dazu aber noch nie Rezensionen gelesen. Ich habe auch noch keine Booktube-Videos geguckt, wo das Buch besprochen wurde oder was. Das heißt, für mich war das eine absolute Entdeckung. Also ja, ich wusste, das Buch existiert. Ich habe das Cover schon öfter mal gesehen. Habe auch mitbekommen, es wird auch irgendwann den zweiten Band geben. Aber es hat mich irgendwie nie gejuckt. Und dann habe ich den Klappentext gelesen. Und irgendwie, ich finde, der klingt so süß. Oh Mensch, ich habe so richtig Lust drauf. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich richtig doll. Also ich kann es nicht sagen. Ne? Ich habe ganz tolle Bücher gekauft und... habe im Dezember nochmal richtig zugeschlagen. Aber wie gesagt, das war halt eben auch meinen Weihnachtsgeschenken geschuldet. Sonst wären einige Bücher eben nicht eingezogen, ne? Genau. Das bedeutet, es waren jetzt wieder über 20 Bücher, die diesen Monat eingezogen sind. Jetzt sind wir im Januar. Ich hoffe wirklich für mich, dass ich es durchhalten kann, einfach nichts mehr bzw. sehr wenig zu kaufen. Und mal gucken. Na, mal gucken, wie das so läuft. Wir sehen das ja dann spätestens im Februar mit den Neuzugängen aus dem Januar. Also das bedeutet, drückt mir die Daumen, dass es im Januar jetzt besser läuft. Und ja, das war es jetzt dann letztendlich von mir. Wenn ihr irgendeins dieser Bücher schon gelesen habt, schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare, welches euch ja gut gefallen hat und warum, ohne zu spoilern natürlich. Und damit verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video. Wenn ihr noch ein anderes Video von mir sehen wollt, dann könnt ihr gerne da drauf klicken. Und ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Macht's gut und bis bald.